Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Jo. Und ich bin der Niklas. Und ich habe das Kamerateam überzeugt davon, das hier mal zu drehen, weil ich, wir müssen reden. Ja, ich bin auch da. Für reden. Genau. Nein, weil immer mal wieder, also hier ist es mir halt besonders aufgefallen, bei dem Bergfried. Den habe ich ja umdesignt, das war ein Auftrag. Und da sind 300 Teile weniger drin. Mhm. Und da haben wir die Frage gekriegt, ja, wieso kosten das Set genauso viel, obwohl es 300 Teile weniger sind? Und da habe ich mir die Frage gestellt, wieso ist denn das eine Frage? Ich meine, der Turm ist genauso groß, er ist genauso dick, er ist genauso schwer, er hat genau den gleichen Effekt, es sind halt 300 Teile weniger. Wieso ist das eine große Frage? Und da habe ich mich unter anderem auch mal mit Niklas drüber unterhalten und da wollte ich euch mal fragen, Teileanzahl. Wie sehr schaut ihr da drauf? Und ja, wie ist es denn? Weil bei uns ist es folgendermaßen, wenn wir ein Set entwerfen, sollen wir ja eigentlich, kriegen wir ein Teilelimit oder geben wir den Designer ein Teilelimit raus und dann entwerfen die ein Set. Und dann kommt beispielsweise, erinnerst du dich an die Bismarck, die kam? Ja, ich erinnere mich. Möchtest du dein Trauma teilen? Ich bin mir gerade gar nicht, doch bei der Bismarck war das das, ich glaube, es war das Deck, ja. Richtig? Das Deck aus sehr vielen, auf die Seite gelegt, ne? Ja. Auf die Seite gelegten einmal zwei Plates. Es waren einmal eins Plates. Oh mein Gott, ja, okay, ich hatte es tatsächlich gar nicht, also dann war es ja noch schlimmer, als ich es in Erinnerung habe. Mhm. Ja, das Problem an der Sache ist, sagen wir es mal so, wir könnten euch zum Beispiel den neuen Bergfried nicht nur mit 300 Teilen, also mit der gleichen Anzahl an Teilen geben. Wir könnten euch dieses Teil auch mit doppelt so vielen Teilen wie vorher geben und er würde wahrscheinlich immer noch das gleiche kosten, weil wir könnten auch zum Beispiel aus den ganzen Bricks, die hier drin sind, einmal eins Bricks machen oder wir könnten aus jedem dieser einmal vierer Mauersteinbricks, könnten wir zum Beispiel einmal zweier Mauersteinbricks machen. Das machen auch andere Hersteller so, habe ich zumindest schon mal gesehen. Ich kenne da jemanden, wo ich mir einen Hersteller, bei dem ich mir schon mal gedacht habe, ja, ist ein geiles Set, was ihr gebaut habt, der hält am Ende auch, alles kein Thema und so, aber ihr hättet auch einfach mal 1000 Teile weniger reinkloppen können und es wäre genauso geil gewesen. Richtig. Und deswegen wollen wir euch heute mal ein bisschen dafür sensibilisieren, vielleicht ein bisschen weniger auf die Teileanzahl zu gucken und mehr auf das Design des Sets. Ja. Warum ist das wichtig? Nehmen wir das hier mal zum Beispiel. Das ist ein 1x16 Brick. Der ist stabil. Das ist ein Teil. Das, was der Niklas da in der Hand hat, hat genau die gleiche Größe. Ja. Das sind aber 25 Teile, weil es aus 1x2 und 1x1 Plates gebaut ist. Und deswegen zum Beispiel schön biegsam. Ja, und definitiv auch nicht so viel Aushalt wie das. Nein. Und das ist was ich festgestellt habe. Je weniger Teile ein Set hat, desto besser ist es eigentlich, weil es dadurch stabiler wird. Natürlich kann man auf gewisse Details nicht verzichten, aber man muss halt auch hauptsächlich auf die Stabilität achten. Und es gibt da, wie Niklas gesagt hat, gibt es halt Hersteller, die sich eine Spezialität daraus gemacht haben, solche Bricks zum Beispiel aufzuteilen, damit die Teile mit künstlich in die Höhe getrieben werden, ja. Weil das dann irgendwie attraktiver erscheint. Und auch für die Leute da draußen, die gerne die Teileanzahl immer in Relation zum Preis nehmen und dann immer sagen, ja, das sind so und so viel Cent pro Teil oder was weiß ich, bedenkt, dass neben dem, ich sag mal, neben zum Beispiel dem reinen Material, was man für die Produktion eines Steins braucht, auch noch 1000 andere Dinge mit in die Berechnung für die Kosten eines Elements einfließen. Ihr müsst natürlich sowas rechnen, ihr habt Formen, die ihr produzieren könnt, je nach Teil habt ihr vielleicht, könnt ihr zum Beispiel also das ist eine Spritzgussmaschine und ich meine, da sitzt eine Form drin und je nach Teil könnt ihr vielleicht, sagen wir mal, mit einem Durchgang 20 Teile produzieren und in dem anderen Teil, weil es anders geformt ist oder weil es eine andere Größe hat, könnt ihr vielleicht nur zwei Teile pro Durchgang machen. Das heißt also zum Beispiel, dieses Teil, wo ihr weniger pro Durchgang produzieren könnt, wird natürlich am Ende teurer, weil ich muss die Maschine ja länger laufen lassen. Das heißt, ich habe ja längere Betriebskosten für die Maschine. Das heißt also, so einfach hinzugehen und zu sagen, ja, also hier die Teile, quasi hier Durchschnitt pro Teil oder so, ist das mit dem Preis nicht. Und dazu kommen natürlich noch 1000 andere Dinge. Die Teile müssen gepackt werden, die Teile müssen eben produziert werden. Da sind was weiß ich wie viele notwendige Schritte im Hintergrund, um das erstmal irgendwie alles in der Logistik so hinzukriegen, dass es ja auch Sinn macht. Ich meine, ihr produziert zum Beispiel, ihr schmeißt die Maschine nicht an, weil ihr ein Set mit dem Teil produzieren wollt. Nein. Sondern wahrscheinlich
produziert ihr ein bisschen mehr für 3 oder 4 Sets. Vielleicht auch mal für 10 oder 20, je nachdem, wie oft das Teil benötigt wird. Dementsprechend kann es aber zum Beispiel auch sein, wenn ihr jetzt ein einziges Teil für ein einziges Set braucht, ist das vielleicht teurer am Ende, dieses eine Teil, als jedes andere, weil ihr die ganze Maschine extra nur für dieses eine Teil oder für dieses eine Teil in der einen Farbe extra umstellen müsst. Deswegen ist das mit der Teileanzahl immer schwierig. Auch mit dem Gewicht ist es schwierig. Auch das ist keine Kern- oder keine Zahl, an die man sich komplett festhalten kann. Ich kann euch das auch tatsächlich nicht alles komplett sagen, weil ich sitze ja nicht, ich bin in der Produktentwicklung, ich kümmere mich darum, dass die Teile am Ende gut aussehen. Und ich sitze da aber nicht neben den Leuten, die die Maschinen bedienen und so, und kann euch da nicht genau sagen, wie die Preise zustande kommen. Ich weiß aber eben, weil mich sowas ja auch interessiert hat, dass es eben nicht nur so ist, ihr könnt nicht einfach sagen, okay, das Teil hat jetzt so und so viele Teile, aber dieses andere Set, das hat ja so und so viele Teile oder genauso viele Teile, warum ist das jetzt teurer? Da kommen ganz viele Sachen drauf. Was auch diesbezüglich gefragt wird, ist, warum die Lokomotiven und die Eisenbahnen bei uns so teuer sind. Naja, das liegt halt daran, dass wir arbeiten auch nicht kostenlos. Und Lokomotiven und Eisenbahnwaggons, die müssen getestet werden. Und die kann man nicht mal schnell aufbauen. Nur ist stabil, hält sie, wenn man sie in die Hand nimmt. Nein, die müssen über die Teststrecke gejagt werden. Und dann muss man gucken, dass sie sich bei den Weichen nicht rausheben, dass die schön um die Kurven kommen, dass sie alles überstehen. Und das ist deutlich mehr Aufwand. Ja, und ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass gerade Loks, teilweise aber auch einige Waggons, ich erinnere an die Umbauwagen, die mich sehr viel Nerven gekostet haben, einfach auch viel länger in der Produktion oder in der Produktentwicklung bei uns hängen, wie du schon sagst. Die brauchen viel länger, weil wir viel, viel mehr Dinge austesten, umbauen müssen. Wir müssen da ganz, ganz viel Arbeit teilweise reinstecken, wohingegen wir dann, ich sag mal so, wenn ich eine Lok habe mit 800 Teilen, dann kann das sein, dass die mich ein halbes Jahr beschäftigt, bis sie funktioniert. Der General. Ja, der hat jetzt nicht ein halbes Jahr gedauert, aber der hat mich bestimmt 3-4 Wochen nachdem das erste Design fertig war, durchgehend beschäftigt, bis das Ding lief. Und es gibt andere Sachen, zum Beispiel eben den Saloon, den ich gebaut habe, der hat mich im Nachhinein, als er dann gebaut worden ist, ich glaube noch vielleicht Arbeitszeit, vielleicht noch 8 Stunden gebraucht, bis ich Feedback bearbeitet hatte und so weiter und Anleitung nochmal überarbeitet hatte. Weil das ist ein Gebäude, das baut ihr hoch, das zieht ihr hoch, da kann man auch nicht viel falsch machen. Sag ich jetzt mal so doof. Im Sinne von natürlich, und das ist genau der Punkt, es sei denn natürlich, du nimmst halt Wände, die nicht aus solchen Steinen, also ja, natürlich sind sie nicht detailliert, wenn du so machst, aber wenn du sie halt aus kleineren Steinen baust, hast du auch deutlich mehr Stabilitätsprobleme. Genau, das ist auch das Problem. Also im Prinzip kann man eigentlich sogar sagen, prinzipiell sind Sets mit weniger Teilen, also beziehungsweise sagen wir mal, ihr kriegt ein sehr großes Set mit vergleichsweise wenig Teilen. Das sind meistens die besseren. Ja. Also die besseren, weil besser von der Stabilität her, besser vom Bauen her, einfacher zu bauen, angenehmer zu bauen. Das funktioniert natürlich nicht immer. Ich meine, es gibt auch kleine Sets, die haben dann vergleichsweise für ihre Größe unfassbar viele Teile. Ich denke an unsere Architektursets. Ja, die Adventskalender Blaustein zum Beispiel. Oder das, weil das sind halt Sachen, da müssen wir halt bestimmte. Adventskalender ist doch eine super Sache zum Beispiel. Ja. Da ist es ja auch so, da verwenden wir zum Beispiel an ein paar Stellen, ich sage jetzt mal 2x4 Plates, obwohl wir eine 4x4 Plate benutzen könnten. Warum machen wir das? Zum einen wollt ihr jeden Tag was zu bauen haben. Ja. Zum anderen ist es halt so, wenn wir diese Türchen haben, müssen wir auch gucken, welche Teile wir da überhaupt reinpacken können. Und dann geht das eben nicht, dass man eben, sage ich jetzt mal, eine 8x16 Plate würde zum Beispiel in so einen Adventskalender gar nicht reinpassen. Das heißt, wenn wir eine bräuchten im Set, müssten wir sie unterteilen in mehrere kleine. Dann, das treibt den Teile-Count nach oben. Macht aber am Ende für euch im Preis eigentlich keinen Unterschied. Nee, nicht wirklich. Nee, weil ob wir da jetzt 4 2x8 Plates oder sowas reinkloppen oder halt eine, ist preislich nicht jetzt wirklich ein großer Unterschied. Und da ist halt tatsächlich die Frage, inwieweit ist der Teilepreis, Frage an euch, wie weit ist diese Teileanzahl, inwieweit spiegelt diese Teileanzahl euch den Bauspaß wider? Habt ihr tatsächlich Spaß, ewig viele Türme an 1x1 Plates hochzusetzen, die zwar sehr gut aussehen, ich erinnere mich da an dieses eine Set von Mold King, diese eine Bar Islet, wo das aus Plates hochgebaut wurde, sieht großartig aus. Aber habt ihr daran tatsächlich Spaß, wenn es notwendig ist? Habt ihr Spaß, wenn es nicht notwendig ist? Wie sieht das aus bei euch? Habt ihr Spaß daran, möglichst kleinteilig zu bauen? Genau. Schreibt es mal in die Kommentare. Oder gehört ihr halt zu den Leuten, die sagen, warum zur Hölle hast du an der Stelle nicht ein großes Panel benutzt? Warum musste ich das jetzt in Kleinteilen hochbringen? Genau. Schreibt es mal in die Kommentare, denn das würde uns wirklich interessieren. Ja,
Nicht nur aus dem Nebeneffekt, dass ihr damit gewissermaßen, auch wenn immer nur auf den Teilepreis geguckt wird, erzieht ihr gewissermaßen die Firmen dazu, dass sie genau so eine Teileschinderei betreiben. Ja. Weil dann die Sets mit mehr Teilen besser gekauft werden aus Gründen, ich weiß es nicht genau. Schreibt's rein. Wir wollen es wirklich wissen, weil wir versuchen ja, die Produkte zu entwickeln, die euch möglichst gut gefallen, und dazu müssen wir halt wissen, was euch gefällt. Richtig. Aber auch wenn ich ein großer Fan von großen Teilen bin, gilt immer noch, dass man eigentlich Noppensteine nie genug haben kann. Ja, beim nächsten Mal gibt's mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. So, und deswegen behalte ich den jetzt, weil das sind dann mehr Steine, als du gerade hast. Aber ich kann dich damit bestimmt besser hauen, weil der stabiler ist. Verdammt, er hat das.